Der wird gerade von einem anderen verfolgt. Ist mir vollkommen egal. Der stirbt eh. Er kommt gerade auf uns zu, weil er versucht zu fliehen. Haha, so ein Idiot. Er denkt, er kann fliegen. Er denkt, er kann fliegen. Hab ich doch gerade gesagt. Und ich hab's wiederholt. Super, oh, ey, cool. Der Buford hat schon einen Engine-Schaden. Also ich weiß nicht, ob sie down ist, aber eine Engine qualmt schon mal, das sehe ich. Wenn wir Glück haben, erwischen wir ihn vorm Lack. Fuck. Au, ich habe bloß einen Oil-Tank gedamaged. Das bedeutet, er könnte gleich Feuer fangen, wenn ich nochmal drauf schieße. Nein, meine große Kanone ist leer. Der ist immer noch schneller als ich. Ah, kacke, würde ich sagen. Und ich habe den Kill bekommen mit den letzten Patronen, die ich noch im Magazin hatte. Pass auf, da kommt ein Lack von vorne. Ja? Ah, ich sehe es. Ich mal gucken, ob ich sie bekomme. Halt mal auf sie zu. Ja, ist gerade cool, ich lade nach. Ja, trotzdem. Er weiß es nicht. Na, er dreht ab. Nee, oder? Na gut, ich bin trotzdem... Ach, ich bin schon wieder 500 schnell, krass. Gut, alles nachgeladen. Aber der fliegt mir zu sehr an seine Base, deswegen drehe ich ab. Wo bist denn du? Achso, ja, aber nicht so schnell wie ich. Wasch. Ja, ich habe immer noch meinen Start. Ja, dann solltest du mal mit einem anderen Flugzeug starten. Du siehst doch, die Taktik wirkt so gut. Und wenn du dann bloß bei deinem Standflugzeug bleibst, ja auch kacke. Ach, schon down. Der hat jetzt eine SU und vor mir waren die. Eine EL2 Jagdbomber. Ja, irgendwie kannst du es aber nicht gut einschätzen, oder? Weil die waren vor mir, nicht hinter mir. Stirb, EL2. Was? Ich hab 4 Kills und bin ich Erster. Ich bin enttäuscht. Ja, du hast EL2, da ist noch eine I-16. Die hole ich mir. Ja, dann zerstören das Flugzeug, was mich verfolgt. Ich seh's nicht. Es ist genau hinter mir. Ah ja, das wird jetzt von anderen schon angegriffen. Okay, war ein Doppeldecker. Hat abgelassen, oder? Ja. Leider habe ich einen Schaden davon. Nein, doch nicht. Jetzt verfolgt mich ein ganz anderer. Ah, ich verfolge 2. Und ich kann... Scheiße. Konnte nicht mehr hochziehen, oder? Ja. Fuck. Ich hatte aber keinen Schaden, ich weiß nicht warum. Hä, was? Oh, schauen wir uns. Wie konnte der das... Oh, Phone I-15. Und eine H... Alter, fickt euch doch. Ich kann... C! Alter, ihm alle Punkte eingenommen. Au. Komm, häng ich ihn ab. Ich häng ihn ab, ja. So muss das sein. Wir haben alle Punkte verloren. Das ist mies. Haha. Ich liebe meine Geschwindigkeit. Dadurch kann ich alle abhängen. Das ist krass. Ein Hurricane. Wirklich alle? Ich hab gerade eine HE und eine E16 abgehängt. E15. Also ein Doppeldecker und ein normales Flugzeug. Kannst du auch mich abhängen? Ja, bestimmt. Dann schau mal nach hinten. Hi, ich sehe dich. Toll, jetzt bist du viel zu schnell, dass die Hurricane verpasst. Ja, 712 ist doch nicht. Oh, toll, jetzt habe ich nur noch meine große Kanone. Ist doch schön. Ja, die hat noch. Ah, und eine Lack. Ah, fuck. Nein, das ist nervig. Oh, die Hurricane ist hinter mir. Wer hat sich die hinter mich gesetzt? Alter Hurricane, wie bist du so verfickt wendig? Die ändern alle im Combat ihre Flash. Alter! Außer du. Ich hab jetzt auch mal meine Flaps geändert, aber... Auf Combat. Ja, ich hab einfach meine Flaps runtergemacht. Ich hab F gedrückt. Ja, ich... Mein Kill. Fick dich. Jetzt bin ich endlich wieder Erster. Das ist gar nicht mal so schlecht. Es hat zwar keine Kanone, aber trotzdem kriege ich viele Kills mit dem. Es hat zwar keine Kanone, aber du kriegst trotzdem viele Kills mit ihm. Ja. Wie kannst du mit einem Ding, was keine Kanone hat, Kills machen? Mit MGs. Ach so, so meinst du das, okay. Crit.
was Critical Hit hat zu den Hurricane zugefügt? Ja, klar. Er ist auf mich zugeflogen, ich habe voll ins Gesicht geschossen, er hat einen Crit bekommen. Also ins Gesicht, sag ich jetzt schon. Ich habe ihn den. Hinter mir ist eine E16, kannst du mir helfen? Ja, kann ich. Will ich helfen? Nein. Na, verloren. One hand. Die E16 stirbt. Verdammt, ich verfehlt. Ich war wenigstens noch Erster. Glaube ich. Alter. Wenn sie sich aufgehört hätte, wäre ich abgestürzt. Ja, bei mir eigentlich auch krass. Also, es war jetzt. Nein, du Pisser! Oh, 70, du! 73. Nein, 70 bloß. 73. Guck mal, ich habe 1303 Punkte, der hat 1373. Wie viele Punkte fehlen? Du hast 1300. Ich habe 1303. Bei mir hast du 1300, lern lesen. Bei mir steht 1303. Du kannst dir eine Aufnahme angucken. Ich hab den. Ach nee, ich hab nen Critical gemacht. Ich hab nicht getötet. Jo, anscheinend schon. Award. Didn't lose any aircraft and destroyed more air targets than all other players who didn't lose any aircraft. Reward 50.000 XP. Air Award Fighter. Destroy the moist air targets. Moist. The moist air targets, okay. Take off time. Okay, bist du bereit? Ja. Oh, ich habe aber Hunger. Also ich glaube, das wird jetzt aber das letzte Match für die Aufnahme und danach mache ich mir was zu essen. Und zwar Schnitzel mit Tomatenmark und Nürnberger Würstchen. Um 12:30 Uhr. Natürlich, klar. Was isst denn du zum Abendbrot? Chinamann. Oh, hör auf davon zu reden. Ich bin wunderschön. Kennst du nicht auch, ich bin wunderschön. Nicht wirklich. Guck mich an. Okay, ich habe jetzt gerade übelst in die Facecam gegrinst. Das musst du dir dann angucken, ja? Nee, Stalingrad Winter, yeah! Mein Lieblingsmap. Also cool, wir enden das Let's Play mit meinem Lieblingsmap. Und ich sehe es kommen, wir haben ein schlechtes Team, die haben ein super Team und wir werden verkacken und ich werde auf der Map übelst ausrasten und sie wieder hassen lernen. Yeah! Yeah! Ich drehe gerade etwas ab. Yeah! Und dann, wenn du dir was zu essen machst, gehe ich schlafen. Ja? Ja. Okay. Also nicht schlafen, ich gehe einfach nur ins Bett, schaue noch Fernsehen. Schau mir diese Horrorreportagen bei N24 an. Nazi-U-Boot im Weltraum ohne Menschen? Mit Menschen. Mit doppelt so vielen Menschen. Ah, stimmt, ich habe... Mit doppelt so vielen als ohne Menschen, genau. Ja, mit doppelt so vielen als ohne Menschen. Ja, weil die haben einmal eine die machen ja öfters diese Doku, was passiert, wenn keine Menschen sind. Und dann haben die einmal die Doku gemacht, was passiert, wenn die sich die Zahl verdoppelt. Nein, ich schieße nicht mit meiner 37er nach mit dir. Ja, stell dir mal vor, du triffst dann meinen Flügel. Oh. Tut mir leid. Ach du Scheiße. Nein, ich schieße jetzt nicht mit meiner 37mm nach dir. Ich hab nur noch Flammen gesehen. Du verlässt jetzt das Ding, startest es noch. Ja, warte, ich will noch einen Kill. Du hast schon. Ja. So. Das passiert, wenn ich ein anderes Flugzeug als mein erstes Flugzeug nehme. Hast du ein anderes Flugzeug genommen? Ja. Ah, Scheiße. Das war nicht mein erstes Flugzeug, sonst hätte ich nicht verlassen. Oh krass, ich hatte noch vier Schüsse im Magazin und die hatten den getroffen. Okay, jetzt muss ich das Game verlassen. War das jetzt wirklich so nötig? Ich wollte es nicht tun, also ich hatte nicht gedacht, dass du nach einem Schuss... Also ich wollte es schon tun, aber ich hatte nicht gedacht, dass du nach einem Schuss einfach mal... BOOM! Explosion, Atombombe machst.
Das, was erwartest du von einer 37er Flak? Käsekuchen. Erwartest, dass es abprallt? Nein, ich erwarte, dass es dir dein Heckleitwerk ziemlich stark beschädigt, dass du Schwierigkeiten hast zu landen, aber es schaffst. Das habe ich erwartet. Es sind 37 mm. Das Einzige, was es trumpft, wenn, sind die 50 von den Deutschen. Jo. Wahrscheinlich gibt es noch ein anderes, aber 37 mm. Alter, was hast du gesagt? Wie schnell ist dein schnellstes Flugzeug? 600. Wie heißt es? Im Shop. Was ist denn dein Flugzeug? Die M-Series 3? MC-202 Volkra. Das Serie 3 ist mein. Erst Alter, du hast recht, das Flugzeug toppt meine. Warte kurz. Na gut, ist toppt nicht mein Bestes. Ist welche war deine mit den schnellsten? War das gerade die Air Cobra? Nein. Ja, 37 mm. Ja. Es könnten beide Air Cobras sein, aber es war die P39Q. Die hatte ich erwischt. Nee, aber meine Kitty Hawk ist immer noch schneller als du trotzdem. Auch wenn die... Ja, du hast es aufgelöst. Ich weiß. Okay, bist du bereit? Jetzt, aber schau dir mal an. Die ME410B 2U4. Die hatten 50 mm. Wo also denn? Bei den ja, Deutschen. Wo bei den Deutschen, meinte ich. Vierter Baum, vorletztes Flugzeug. 50 mm Kanone. Jetzt stell mal vor, ich treffe dich einmal damit. Wenn schon 37 mm mich so zerrompt. Also ich glaube, würdest du mit einem 50 mm Geschütz. Ich glaube, damit zerrobst du jedes Flugzeug mit einem Schuss, wenn du es richtig triffst. Da gibt's keine Hitmarker. Da gibt's bloß Boom. Gibt's bloß Kill. Ja, da muss man einfach nur schön hoch. Und einen Anflug machen und dabei ein Flugzeug zerstören. Nein. Im 45-Grad-Winkel nach oben fliegen, gleich am Anfang und dann schießen. Dann fallen die Schüsse runter auf die Gegner und man hat dann gleich mal ein paar Kills. Bleib mal realistisch und okay, mach dich bereit.